Jeder getötete Kämpfer wird schnell ersetzt. Der Krieg in Syrien kann deshalb die Terrorgefahr nicht mindern. Nein, im Gegenteil, führt zu weiterer Zerstörung und zu mehr Terror. Es wird ein weiteres Land, nämlich Syrien, zerstört, nach Afghanistan, nach Somalia, Irak, Libyen, so vielen anderen Ländern. Und dazu kommt jetzt auch noch die Gefahr der direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland, dadurch, dass die NATO durch die AWACS-Systeme jetzt neu einbezogen wird. Es ist ein Teufelskreis der Gewalt, der sich da entwickelt, aus dem wir da nicht wieder herausfinden. Es ist für mich ja schon schwer, das im Fernsehen, in den Nachrichten überhaupt anzuschauen. Die Bilder der Zerstörung, die Gesichter der verzweifelten Menschen, das alles gräbt sich tief in meine Gehirnwindungen ein, lässt so ein Gefühl der Ohnmacht zurück, das übermächtig scheint. Ich will diese Ohnmacht, diese Angst nicht länger aushalten. Und das Beste ist, einfach was dagegen zu tun. Diese Kampagne hier ist für mich da eine Möglichkeit. Ich bin nicht allein. Ich habe eben schon erwähnt, in den letzten 10 Urgent Action Days, in den letzten 10 Tagen, sind in der ganzen Bundesrepublik unglaublich viele Aktionen gelaufen. Ich merke dabei, die Menschen lassen sich ansprechen. Ich glaube, ganz viele riechen das einfach. Soldaten bringen keinen Frieden, sondern nur Zerstörung. Militär- und Konfliktlösung, das schließt sich eigentlich aus. Diese einfache Wahrheit wird von den Leuten verstanden. Und darum rufen wir heute den Mitgliedern des Bundestags zu. Danke, es sind ja auch einige hier unter uns. Stopp, aufhören, machen Sie nicht einfach so weiter. Stärken Sie stattdessen den Friedensprozess unter UN-Verantwortung und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Fördern Sie die Einbeziehung von Frauen am Verhandlungstisch. An vielen lokalen Verhandlungstischen, wenn das die Großmächte nicht hinkriegen. Stocken Sie die humanitäre Hilfe deutlich auf. Schaffen Sie endlich Voraussetzungen für zivile Konfliktbearbeitung. Und konkret, stärken Sie die Basisfriedensarbeit in Syrien. Wir brauchen viel mehr ausgebildete Fachkräfte, die auch vor Ort tätig werden können. Zwischen verfeindeten Gruppen vermitteln, Bewusstseinsarbeit für den Frieden leisten, Verbrechen öffentlich machen, Ausstiegsprogramme für Milizionäre und so vieles mehr kann man da anbieten. Waffenstillstandsverhandlungen sollten lokal organisiert werden. Es gibt viele Möglichkeiten, aber zunächst müssen wir innehalten. Darum unsere Forderung, beendet das Bundeswehrmandat für Syrien, gebt Raum für zivile Lösungen. Danke.